Unser nächster Kandidat, den wir euch vorstellen, ist der Daniel Müller. Er ist ein bisheriger Gemeinderat und stellt sich noch mal auf. Aber für alle die, die dich nicht kennen, Daniel, schnell ein paar Worte zu dir. Ja, eben. Mein Name ist Daniel Müller. Ich wohne in Dornach seit eigentlich immer und ewig. Ich bin in den Kindergarten gegangen, habe Pfade gemacht in Dornach, war Gemeindevereinspräsident, bin in verschiedenen Institutionen tätig. Ich habe 3 erwachsene Kinder. Ich habe mit meinem Bruder zusammen ein Geschäft seit über 30 Jahren. Also ja, von dort her denke ich, eine gestandene Person. Warum möchtest du weitermachen im Gemeinderat? Hoffst du auf Veränderung? Hast du Visionen neue? Ja, also ich meine, Dornach liegt mir wirklich sehr am Herzen. Dornach, man sagt ja nicht umsonst, ist die Riviera vom Kanton Solothurn. Es ist ein bewundernswertes Dorf. Wir sind wunderbar situiert. Wir haben ein ganz gutes Klima. Wir haben einen Nacherholungsraum. Und ja, und wir hatten halt in der letzten Zeit ein bisschen Querelen gehabt, was jetzt nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Aber mich motiviert wirklich, dass wir das eigentlich wieder zurück zur Normalität bringen können. Weil es ist für mich sehr wichtig, dass wir wieder einen Konsens finden in Dornach, und zwar einerseits politisch und andererseits auch mit der Bevölkerung. Man darf nicht vergessen, in Dornach, in einer Gemeinde generell, macht man eigentlich nicht kantonale oder eidgenössische Politik. Es ist kommunale Politik, und kommunale Politik so gibt es gar nicht. Es ist Sachpolitik. Es geht immer nur um die Sache. Und wir wollen ja unser Dorf, unser schönes Dorf, wir vorwärts bringen. Wir wollen das, was wir haben, was wir bis jetzt erreicht haben, das wollen wir heben können. Und selbstverständlich, da gibt es verkehrstechnische Sachen, die wir endlich anpacken und können und beenden. Und selbstverständlich auch Infrastruktur. Strukturelle Geschichten wie Schule, Sport, das müssen wir jetzt wirklich aufs Aufgleisen und auch beenden. Für mich selber, für mich persönlich, muss ich sagen, ist ein grosser Erfolg jetzt in den letzten 2-3 Jahren der Umbau von der Gemeindeverwaltung. Das habe ich ja dürfen übernehmen vor anderthalb Jahren, gut anderthalb Jahren. Und nächste Woche tun wir jetzt wirklich mit dem Umbau anfangen. In diesem Fall wünsche ich dir alles Gute für die geplanten Umbaugedanken, die du auch weiter möchtest verfolgen. Das war für euch der Daniel Müller, der Informatiker, der bereits im Gemeinderat war.